Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in diesem neuen YouTube-Video. Ihr denkt euch sicher, warum liegt da hinten ein Kissen und warum sitzt er hier im Auto und labert uns jetzt voll. Auf meinem Navi stehen 1400 Kilometer und wir fahren jetzt in den Urlaub. Wohin genau, könnt ihr schon mal raten. Ich denke mal, ich werde jetzt gleich noch ein paar coole Szenen zeigen, wo wir halt uns den Süden nähern. So viel verrate ich euch und wir sehen uns später wieder. Wir haben jetzt die ersten 400 Kilometer hinter uns. Wie spät haben wir es? Wie spät ist es? 23 Uhr. Ja, 23 Uhr. Wir sind jetzt seit 2,5 Stunden unterwegs und haben schon über 400 Kilometer. Also wir sind ganz gut in der Zeit. Ja, also in 4-5 Stunden sind wir da, oder was? Tankstopp Nummer 2 in Slowenien. Wie spät haben wir es? 5.03 Uhr. Laut Navi brauchen wir jetzt noch 4 Stunden, ne? Die letzte Grenze ist passiert. Wir sind endlich im Ankunftsland Kroatien angekommen. Hast du gut geschlafen auf dem Stück, wo ich gefahren bin? Ich habe richtig gut geschlafen. Zeig mal, wie du geschlafen hast. Rennstrecke. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand und wie ihr sehen könnt, hat uns das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber warm ist es trotzdem. Da hinten ist das Olympia Sky, das Hotel. Da werden wir die nächsten Tage auch ein bisschen Gym-Action für euch abfilmen. Unser erster Tag am Strand ist jetzt vorbei. Sami, bist du zufrieden? Yes, war ganz geil. Ich glaube auch, wird noch ein entspannter erster Tag. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Wohnung. Wir werden uns ein bisschen entspannen, nochmal was frisch machen, vielleicht noch kurz hinlegen, eine Pfeife rauchen und dann gehen wir heute Abend schön entspannt essen, was trinken, aber ich glaube, da nehmen wir euch heute dann nicht mit. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir gestern Abend ein bisschen länger gemacht als geplant. Proteinshakes getrunken, Eiweiß! Wir gehen jetzt auf jeden Fall einkaufen und ja. Nachdem wir einkaufen waren, machen wir Frühstück, ne? Würde ich sagen. Frühstück! Frühstück. Kuchen! Was steht heute an? That's a good question, my friend. Eigentlich wollten wir in Vogue Beach Club fahren, aber aufgrund der Tatsachen, dass wir gestern so viel Proteine getrunken haben, heute nochmal ein entspannter Tag am Strand, würde ich sagen, ne? Klingt auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt gerade am Frühstück machen für uns beide. Und dann gibt's Protein-Pancakes. Könnt ihr natürlich auch bei neosubs.com, genauso wie die beiden Soßen, die Sami gerade in die Hand gehalten hat, findet ihr natürlich bei neosubs.com und mit dem Code FLEX10 spart ihr fette 10% und unterstützt mich. Wir gehen jetzt essen, wa? Ja, jetzt gibt's Pizza. Jetzt gibt's Pizza. Pizza für die Gains. Ja, Mann. Ja, der erste Tag war relativ entspannt, würde ich sagen. Dafür, dass es ein Beachclub war. Aber war cool, hat den Spaß gemacht. War mal was anderes. Und war bequem im Vergleich zum Strand. Definitiv, super bequem. Ja, Mann. Fertig angezogen sind wir jetzt, wie ihr sehen könnt, in voller Montur. Outfit ist on point, würde ich sagen. Oder was sagt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wir gehen jetzt essen und lassen den Abend wieder ausklingen. Einen wunderschönen guten Morgen. Good morning in the morning. Läuft bei dir mit Frühstück machen, ja? Danke, Schatzi. Guck mal, wie süß das hier aussieht. Das hat sich Mühe gegeben. Tag 3 unseres Urlaubsvlogs hat begonnen. Und heute steht, wie ihr unschwer erkennen könnt, Gym an bei mir und bei Sami auch. Sami trägt auch ein wunderschönes Smiledogs-Shirt. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches ihr schöner findet. Und wenn ihr auch irgendwelche Sachen brauchen solltet, irgendwelche Gym-Outfits, dann geht auf die Seite von smiledogs.com und benutzt am Ende der Bestellung meinen Code FLEX10,
dann spart ihr fette 10% und unterstützt dieses YouTube-Projekt. Wir sind jetzt schon angekommen und das Gym platzt aus allen Nähten. Also die Kroaten scheinen fleißig zu sein, was das Gym angeht. Wir sind jetzt fertig mit unserer Gym-Session. Ja. Also das Gym war gut ausgestattet. Man konnte auf jeden Fall das Training durchziehen, was man hätte durchziehen wollen. Ein dickes, fettes Plus für das Hotel-Gym von Olympia Sky. Also Leute, falls ihr hier sein solltet, dann checkt auf jeden Fall Training dort ab. Ansonsten bucht euch da gleich ein Zimmer. Habt eine perfekte Lage, cooles Hotel. Sieht auf jeden Fall alles sehr gehoben aus. Und preisig geht's. Also checkt's auf jeden Fall aus. Wir sind heute bei Harley Davidson in Split. Wir werden zwei Harleys bekommen. Wir werden ein bisschen eine Tour durch ganz Kroatien machen, an der Küste lang. Wir nehmen euch natürlich fett drauf mit. Und das Ganze hat natürlich Harley Deutschland geklärt für uns. Vielen lieben Dank übrigens dafür. Und natürlich auch Harley in Split. Vielen lieben Dank dafür, dass wir die Harleys haben können. Und wir gehen jetzt rein, wir gucken uns mal den Laden an und schnappen uns auf jeden Fall neue T-Shirts, weil ohne Harley-T-Shirts ist ein bisschen blöd, oder? So, ich stehe hier gerade mit Oliver vor dem BikeX und Oliver wird mir jetzt ein bisschen was zu der Street Guide erzählen. Was haben wir hier? Eine Baujahr? Das ist ein neues Modell, das ist 2020. Gut, ich habe mitgekriegt, Sie kennen sich schon. Ich fahre seit 6 Jahren Harley. Ja. Also. Dann wunderbar, dann brauche ich nicht viel zu erklären. Hier haben wir Anschlussverbindung, ja. USB. Ja. Da kann ich mein Ladekabel anschließen und dann Musik aufnehmen. Genau. Okay. Genau. Hat den 114er Motor drin. Genau. Das hat richtig Power. Und das ist das Motorrad für Sami, ne? Ja. Sami fährt heute ein bisschen sportlicher durch die Gegend. Das ist eine 883 Iron. Eigentlich, sie sollen das genießen und ganz schnell auf die Straße weggehen. Und das machen wir jetzt auch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt los und wir sehen uns später wieder. Ciao, Leute. Wir sind heute unterwegs im Nationalpark in Krika. Jetzt müssen wir Tickets kaufen für den Bus und werden dann runtergefahren zu den Wasserfällen. So meinte zumindest Sami das zu mir. So sieht der Plan aus. Oder wir kapern den Bus und fahren selber. Wir nähern uns. Ey, guck mal, wie schön das hier aussieht. So alles naturbelassen. Ich fühle mich gerade wie im Urwald durch den Regen jetzt. Ja? Guck mal, die Fische. Kann man das sehen? Wir sind jetzt angekommen an den Wasserfällen. Aber hier ist es so voll, Alter. Hier sieht es richtig touristisch aus, aber auch. Ich zeig euch das mal. So, wir sind durch mit dem Nationalpark. War mega schön. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Eindrücke jetzt von uns gesehen. Und wir fahren jetzt wieder in den Envoke Beach Club und lassen den Abend ausklingen. Wir sind jetzt in Makarska und laufen zum Beach Club hier. Wie heißt der? Buba? Buba, oder? Buba Beach Club. Buba, Buba. Also wenn ihr hier in Kroatien seid, dann versucht auf jeden Fall mobil zu sein, mietet euch ein Auto oder so. Macht so ein bisschen City-Hopping. Es gibt zu viele geile Orte. Ja, Mann, wir waren gestern in, wie heißt das? Primošten. Primošten. Da waren wir richtig schön essen
direkt am Meer, richtig idyllisch gewesen, mega zum Entspannen, also. Wir sind jetzt hier fertig in Makassar. War ein richtig cooler Tag, richtig schöne Eindrücke. Ich hoffe, ihr könnt das hier so ein bisschen mitnehmen, was hier im Hintergrund zu sehen ist. Und wir werden uns jetzt auf dem Weg in ein Restaurant hier noch machen, werden den Abend ausklingen lassen. Und danach geht es wieder zurück nach Vodice. Das ist ja unser vorletzter Abend heute. Da werden wir wahrscheinlich noch mal ganz entspannt was trinken heute Abend in der Bar. Und vielleicht nochmal einen Club. Und dann morgen haben wir nochmal den Beach Club in Šibenik geplant. Als krönenden Abschluss quasi. Und das war's dann schon mit unserem Urlaub leider.